Und da sind wir auch wieder bei Let's Play Chrono Trigger, einen kleinen Extra-Part hier. Und zwar bezüglich des Festivals hier. Wir haben ja das letzte Mal bemerkt, dass ich da doch ganz schön viel Mist gebaut habe und für schuldig besprochen wurde. Und hiermit möchte ich jetzt quasi das alles nochmal richtig stellen. Also wir stoßen sie zuerst einmal an, die gute Male. Den Text werde ich jetzt auch nicht vorlesen, das ist einfach nur unsinnig. Tut mir leid, alles klar, oh je, mein Amulett. So, zuerst einmal müssen wir sie ansprechen. Nun, oh nein, sagt bloß, es ist weg. Sie sagt dann auch immer wieder dasselbe. Nehmen dann das Pendant, und geben es ihr dann. So. Wir benennen sie dann eben schnell. Ja, hier das gelbe Paket, rosa Paket hier. Das gehört ja diesem hier. Also nicht nehmen. Wir können hier auch nochmal was kaufen. Ah, ich habe zum Beispiel Eisenklinge noch nicht gekauft. Ich lebe, komm doch mal vorbei. Ob du der jungen Dame wohl das Amulett abluchsen kannst? Nein. Das ist wichtig, dass man hier auch Nein sagt. Weil das wirkt sich auch noch aus. Ach ja. Okay. Dann auch wieder die Sache hier mit der Katze. Auch tun. Also das sollte man machen. Das wirkt sich ja gut aus. So, die Katze folgt jetzt ein. Mietz, 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 mietz. Ja, Katze, komm, komm. Putz, 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 putz. Du bist so süß, Chrono. Ja, im Grunde genommen könnte man sagen, das war's eigentlich auch schon. Also, vier Dinge sollte man beachten. Erstens, Male ansprechen, noch bevor man das Pendant gibt. Damit man sich so vergewissern kann, dass es ihr gut geht. Zweite Sache ist, dieses Päckchen nicht futtern, damit der ältere Herr das eben halt essen kann nachher. Die Katze zurückgeben und das Pendant oder wie das jetzt heißt, nicht abluchsen. Danach könnt ihr auch ganz gerne wieder dann auch in die Dings gehen. Ich werde übrigens auch selber die Verhandlung noch einmal zeigen, da ich mit diesem Safe-Game hier weiterspielen werde. Ja. Auf jeden Fall, wir sehen uns dann im nächsten Part, wenn ich wieder bei der Verhandlung bin und sage, bis zum nächsten Let's Play-Part. Blattrix FB meldet sich ab und ich hoffe, es euch gefällt, dass ich jetzt auch mal alles richtig gemacht habe. Noch so ein kleiner Nachtrag. Das habe ich nämlich auch vergessen. Warte mal kurz, ich brauche jetzt etwas Süßes. Das ist nämlich auch wichtig. Einfach nämlich hier stehen zu bleiben. Das muss man auch machen. Hi, ich möchte ein paar von denen. Natürlich. So, schon fertig. Das ist natürlich jetzt auch wichtig, hier stehen zu bleiben. Man weiß es ja noch von der Verhandlung her. Das wird sonst gegen einen verwendet. Ja, das war es jetzt aber nun wirklich. Also, bis zum nächsten Let's Play Part. Blattrix FB meldet sich diesmal wirklich ab.